Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. Leute, weiter geht's. Und zwar will der gute Bill mit uns reden. Bill ist ja dieser Typ, den ich ein bisschen strange finde, aber wir gucken mal, was er von uns möchte. Des Weiteren fällt mir gerade ein, wir können mal gucken bei Spieler, ob wir wieder untergewichtig sind. Es geht hier immer so schnell. Natürlich sind wir untergewichtig. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen mehr essen. Wir müssen mehr essen. Wir müssen uns jetzt einfach reinschaufeln. Wir gucken mal. Einmal in die Tasche greifen. Und dann essen wir hier mal gekochter Großwildbraten. Rein mit Oregano, komm. Hat er sich gegönnt, hat er sich gegönnt. Und jetzt gucken wir mal, was der Bill möchte. I'll see you fine people in a bit. Ja. So, wo ist denn der Bill? Da draußen. Da draußen steht er. Im Nebel quasi. We need to talk to you. Aber nicht in den Befehlston, Kollege Schnürschuh. Stimme mit ihm nicht. Ist nur noch Fleisch. Lass das Gemüse den Mädels. Ja, auf jeden. Hey, Arthur. Ja, das ist ja gar nicht. Guck mal, hier, wer ist das denn? Eine Vogelscheuche. Ach, das ist der Typ. Ne, auf den hab ich keinen Bock. Ich dachte, das wäre eine Frau. Von hinten sah er aus wie eine Frau. Arthur. Muss denn Bill? Ich will die andere haben, wartet. Nee, gib mir doch mal sie. Ah, sie geht nicht. Na gut. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe. But you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense. And I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy. But I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay. I suppose. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Okay, let's move out. Vor allem, wir haben uns gerade umgezogen, Leute. Bevor die Folge angefangen hat, habe ich mich umgezogen. Jetzt hat er neue Klamotten an. Aber jetzt rauben wir eine Bank aus, Leute. Wir rauben eine Bank aus. Okay. Dead or Alive 5000. So, tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can. Once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Either should work. Once he's got him distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards.
We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Eine Bank, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Und mit den Grays und mit diesen Breathworths gibt's auch noch mega Ärger, hundertprozentig. 100% gibt's auch noch Stress im Kessel, sage ich euch. Stress im Kessel. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie die sich das hier vorstellen. Vor allem, wahrscheinlich leiser auch noch. Schießen wir nicht so vom Vorteil, glaube ich. Na, mal gucken. Aber Valentine hatte doch gar keine richtige Bank. Zumindest wurde mir die nie angezeigt. You're all right, girl. Ich finde immer noch, wir haben das coolste Pferd von allen. Dum. 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 Also wieder Bisons. Bidon, Bidon, Bidon. Da steht eins in der Luft. Seht ihr es? Links? Da steht eins in der Luft. Es war nicht nur eins. Komm her schon, alles gut. Just stay with us, Arthur, please. Ich wollte nur die Bisons retten. Yeah. Boah, diese spannungsgeladene Musik. Die Platte hängt. Wie weit ist das denn? Wo wollten die hin? Die wollten doch noch Valentine, oder nicht? Ah, das ist echt so weit. Nächstes Mal nehmen wir die Bahn. Wenn die sich wenigstens mal unterhalten würden. Ich trink mal was. Derzeit, wo die da... Oh, jetzt muss ich auch noch X gedrückt, also drücken. Ich will mir was zu trinken eingießen. Konnte doch hier irgendwo. Moment. Das wäre, glaube ich, noch ganz wichtig. Steuerung und dann konnte man hier. Nur zu Fuß. Scheiße. Leichte Steuerung. Stell eine. Was stell ein, ob Abschnitte mit Antippen vereinfacht oder sogar. Schade, ich dachte, es geht auch beim Reiten. Ich will ja nur was zu trinken einkippen. Wisst ihr, wie sich Bisons in freier Wildbahn benehmen? Ha, ich auch nicht. Vielleicht war es ja ein normales Verhalten mit in der Luft festgebackt. Ja.
Oh. What the hell's wrong with you? Good morning. Hi. Okay, let's leave the horses here off the main drag. What are you doing? All right, gentlemen, here we are. Okay, get ready. Jetzt bin ich ja gespannt, Leute. Go to work. Of course. The bank ausrauben. All right, keep it cool and follow me, fellas. So, we never decided. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? Die normale, weil die betrunkene. Ein verirrtes Mädchen oder eine Hure? Ne, wir nehmen das Verirrte, weil bei einer Hure ruft sie die Cops. I think I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. But I'm ruined. Alter, wie sie losplärrt. Näher dich der Banktür. Okay, we're going. Hold on. Wait till she's got him real dead. I'm with child, and it's. I don't want to go back to the workhouse. Get your goddamn hands up! This is a goddamn robbery! Nobody move! Don't worry about it! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! Die scheiß Tür zu. It's unlocked! We're good! Okay. Oh, oh you think we're here? Come on! Haha! Was ist das denn hier? Die lila Schachtel? Was ist das da? Ein Würfel. Come on. How's it going in there? Too slowly. You better get that door open right now. I'm nearly there. Hurry up. Too goddamn slow. Bitch, hurry up! Come on! Okay. Alter! Der steht auf Schmerzen. Ich sag's euch. Shut up, bitch! Hurry up! Ich will jetzt halt auch nicht in die Luft schießen oder so. Box sind komplett K.O. Geht das? Der rennt sonst noch raus. I'm in! Someone come make sure the shoot behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Springen oder knacken? Wir knacken. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still.
Während du den Zahnschuss drehst, in der Richtung des Symbols langsamer, wenn du... Oh, das sieht aber viel aus. How are you getting on? Going as fast as I can. This is slower, but it's quiet. Richtig. I hear people out there. Me too. Boys, you need to move this along. Hey, watch him there. Don't worry. I see him. Please, let me go. I won't say nothing. I swear. Shut the hell up. Wenn ich gesprengt hätte, dann wäre halt das voll laut gewesen. Alter, 4000? Good. Told you. Don't count your chickens just yet. Bill, how's it going there? We're getting there. Few more minutes. Alter, ich müsste öfter eine Bank überfallen. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Laber mich nicht voll, wir machen das jetzt fertig. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Wir machen alle fertig, alle Tresore. Beeil mich doch schon, Mann. Vor allem, guck mal, wie viel wir jetzt oben rechts schon haben. Nochmal 5000. Hier wird nicht so viel drin sein, denke ich. Alter, wie viel ist das jetzt bis jetzt? Das ist ja unnormal, aber es ist schön leise. Uns hat noch kein Sheriff mitbekommen. Hallo Wombat, willkommen im Stream. Digga, nochmal 5000 oder sind das... Nee, insgesamt 5000 können es nicht sein. Wie viel um Gottes Willen ist das jetzt gewesen? Schade, wir können den pinken Würfel nicht mitnehmen. Ich hätte den pinken Würfel gern mitgenommen. Man weiß ja, komplett alles durchsuchen. Wir brauchen auch irgendwo, müssen wir ja noch einen Kuli finden. Oder einen Füllhalter. Nee, Feder. Wie nennt man das Ding? Federhalter? Füllfederhalter? Keine Ahnung. I think we're fine. Come on, I'll lead the way. Let's go. Everybody, stay calm. All of you count to 100 and keep your mouth shut. You understand me? Irgendeiner ruft jetzt den Sheriff, hundertprozentig. Auf die Pferde, fertig, los! Bam, badam, bam. Oh, wieder tot oder lebendig? Scheiße. Get the hell out of here.
Das ist die nächste Stadt, in der wir unten durch sind. Komplett. Tot oder lebendig. Das ist hier mal ein cooles Savage denken. Ja, ein Lied, das heißt Tot oder lebendig. Müsst ihr euch mal reinziehen. Wir reiten davon, Leute. Ist noch einer? Ich hätte mir so einen Hut besorgen müssen, Alter. Will mir jemand so einen Hut schenken? Den setze ich im nächsten Stream auf. Da kommen noch mehr. Lass uns mal jetzt hier das Gewehr nehmen. Doch nicht One-Shot. Ich dachte, da sind die One-Shot. Steh auf, Pferd. Thank you, gentlemen. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. Zeig mir die Ausbeute. Wie viel waren's denn jetzt? Wir sind zur Ranch. Warum sind wir jetzt zur Ranch? Fast wieder so ein Truthahn überrannt. Warum sind wir zur Ranch? Verstehe ich nicht. Ich dachte, wir rennen ins Lager. Abkürzung. Ganz ruhig, Emma. Die paar Büsche da. Augen zu und durch. Ja, rechts sind wieder die Felsen. Ich muss noch auf die Bäume achten, dass wir irgendwo die Bäume noch finden. Nunni! My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money.
Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Okay, da haben wir gleich noch das. Mein Anteil 2,5. Alter! A day well spent, I say. Das war doch mal ein guter Tag. Das war ein richtig guter Tag. Und die Sonne geht gerade unter. Komm genau rechtzeitig nach Hause. Warte, ich soll mal kurz angucken, wie die Sonne untergeht. Wo spielt der hier denn Musik? Ach, die Musik ist im Spiel, weil ich dachte, er spielt Gitarre oder so. Doch, spielt er. Sehr schön, Leute. 2500. Geil, Leute. Geil. Geil. So, wir haben das Geld für den eingetrieben. Dann können wir ganz kurz gucken. Good evening. Rest of us, we should hang our heads in shame. They remembered. To rob the goddamn bank in Valentine. Geil, wa? Rest of us. Rest of us are slipping. Pride. Never forget the pride in our work. Da guckt er nicht schlecht. Beitrag leisten. Alter, 2900. Nicht schlecht, Diggi, nicht schlecht. So, wir gucken mal bei Gegenstand spenden. Die Perlenkette, ja komm, do it. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld, packen wir noch rein. Ein bisschen Geld packen wir noch rein. Ein bisschen Spenden Geld. Geld Spenden. Wie viel packe ich denn rein? 20? Komm, wir packen 20 rein. Ein 20. Flop. Sind so gut. Kontrollbuch. Für die es gestern nicht mehr gesehen haben, im Stream, ich habe noch gut ausgebaut. Wir haben volle Arznei. Können wir alles auffüllen noch. Wir haben volle Vorräte. Und wir haben volle Waffen. Geil, jetzt baue ich den Rest noch aus. Unterkunft habe ich für alle. Alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Habe ich gemacht. Und dann habe ich noch das Pferdeding gekauft. Und den Hühnerstall. Überleg mal, für das Pferdeding, das waren echt so 6 Stöcker im Boden. Und dafür haben wir $300 bezahlt. Lederverarbeitungswerkzeug. Mit besserem Werkzeug kann Person mehr Ausrüstung herstellen. Oh, diese Musik. Komm, wir kaufen beides. Einmal die Ausrüstung. Was auch immer der... Komm, dann holen wir uns jetzt das Boot auch noch. Reisende getroffen, der ein altes Boot verkauft. Ja, okay, dann holen wir uns das auch noch. Halbe Knete schon wieder weg.
Du hast ein Boot für das Lager gekauft. Ja, habe ich. Das heißt, wir haben jetzt das komplette Lager ausgebaut, Leute. Mehr gibt's nicht. Mehr geht nicht. Alles gekauft, was es zu kaufen gibt. Wir sind so ein Good Boy, Leute. Das komplette Lager komplett ausgebaut. Oh, schnell weg hier. Die Mucke geht mir richtig auf den Sack. Krieg ich Kopfschmerzen. Schnell weg. Ah! Mach es aus. Ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. Ich kann das hier ohne nicht ertragen. Schnell. Bis morgens. 9 Stunden geht doch klar.